Wir haben eine ganz tolle Veranstaltung, wie man sieht, ausverkauftes Haus. Jetzt wollen wir aber wissen, wer die Gastgeber sind. Ja, wir sind die Bauers. Wir sind eigentlich neu hier in der Branche. Wir haben voriges Jahr im Jänner die Gästezimmer eröffnet, wie im Bauers Gästehaus. Und jetzt im Jänner haben wir die Bauers Bühne auch eröffnet, die mein Mann mit großem Herz da verfolgt und gerne betreibt, weil er das eigentlich schon ewig machen möchte. Und da muss ich jetzt das Wort an ihn weitergeben, was Bauers Bühne betrifft. Ja, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Ja, ich glaube, das ist ein Lebenstraum von mir, den ich mir jetzt verwirklicht habe, weil ich doch schon ein gewisses Alter auch erreicht habe. Es ist jetzt ganz einfach Zeit geworden, diesen Traum anzugehen und zu verwirklichen. Und heute war wirklich, die letzten Bausteinchen sind heute gelegt worden, dass wir jetzt wirklich komplett sind, dass wirklich alles funktioniert. Und wir freuen uns heute auf die Veranstaltung. Heute ausverkauft, morgen ausverkauft. Wunderbar. Also kann man nur sagen, ein wunderbares, das schöne Marchfeld. Kunst und Kulinarik, also was will noch mein Mensch noch mehr? Ne? Es gibt auch natürlich Tourismus, ist vielleicht noch ein bisschen weniger erschlossen, das Marchfeld, ja. Aber wir bieten ja auch Gästezimmer an, wie mein Gattin schon gesagt hat. Und ein Programmvorschlag, am Abend ein Kabarett anschauen bei uns, übernächtigen bei uns, gut frühstücken, macht die Chefin noch selber das Frühstück. Ja. Wirklich ein exquisites, exklusives Frühstück. Und dann vielleicht mit dem Radl durchs Marchfeld fahren, ein Prinz-Eugen-Schloss besuchen, sich ansehen oder auch eine Badeltour durch die Donau an. Es gibt viele Möglichkeiten im Marchfeld, die man dort nutzen kann, ganz einfach. Wenn wir die Kulinarik angesprochen haben, was gibt es so Kulinarisches? An und für sich ist bei uns Küche immer mit kleinen Snacks verbunden, weil wir eigentlich ein Eventlokal sind. Also wir werden kein großer Restaurantbetrieb werden in dem Sinne. Aber es gibt immer wieder Gutes, Kleines, Feines und das haben wir natürlich auch noch im Aufbau inbegriffen. Wir wollen eigentlich gastfreundlich und familiär alles unter einem Hut bringen. Und ja, heute gibt es Schnitzelsemmel und Sacherwürstel und gute, feine belegte Brötchen. Mit viel Liebe gemacht. Genau, steht schon seit 7 Uhr in der Früh in der Küche und belegt Brötchen. Alles selbst gemacht und wie gesagt, gekauft und natürlich auch mit regionalen Produkten versuchen wir immer wieder einzubauen. Mit Schinken aus der Region. Ja. Wir haben einen Käse in der Region, der uns da immer wieder gut beliefert. Und das versuchen wir da natürlich alles einzubauen. Dann sage ich schon danke. Wir haben vorher ausgemacht, wir werden euch besuchen kommen, wir werden auch einen Beitrag machen, weil das ist einfach ein Beitrag wert, euer Haus. Und wir freuen uns heute schon auf die Veranstaltung. Dankeschön. Dankeschön. Danke.